Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Scribblenauts Unlimited. Ja, Maxwell, schmeißt mal erstmal den Dolch weg. Dankeschön. Ja, im letzten Part haben wir so ziemlich einige lustige Bereiche abgeschlossen, auch ein bisschen weitergekommen, was ja richtig geil ist, wenn ich ehrlich bin. Ach nee, komm, lass die erstmal an. Wir machen jetzt diesen Spezialauftrag, Scribble-Quest. Stattet eine Gruppe von tapferen Abenteurern für eine legendäre Reise aus. Na, nach was riecht das? Fire Emblem? Wer weiß. Okay, hi. Bereite die Abenteurer auf eine epische Aufgabe vor. Rüste den Krieger mit einer Waffe aus. Ja, dann kriegt der Kriegerer erstmal eine dicke, fette Axt. Ritterlich. Damit kann er bestimmt richtig gut austeilen. Der Schurke hält sich lieber abseits vom Gefecht auf. Gib ihm eine Waffe, um aus der Distanz anzugreifen. Ja, dann kriegt er doch erstmal einen Bogen. Ja, nehmen wir einfach die Armbrust. Was bist du? Der Hexenmeister ist ein Meister der Magie. Gib ihm eine Waffe, um seine magischen Fähigkeiten zu lenken. Genau, dann kriegst du einfach mal einen einen Stab. Kleine Stange. Nee. Wenn nicht, dann gebe ich einfach Zauberstab ein, aber Krummstab. Ja, das sollte doch auch gehen, ne? Ja. die Aufgabe der Klerikerin ist ihr Team zu unterstützen. Gib ihr etwas, um die Mitglieder ihrer Gruppe zu heilen. Geht das vielleicht? Heilmittel? Tatsächlich. Auch wenn es bei Fire Emblem ein bisschen anders aussieht. Boah, die kämpfen gegen einen dicken Drache. Okay, der erste mit der Axt, dann der mit dem Bogen. Der müsste eigentlich viel gute Chancen haben, weil Bogen sind ja gegen 5 Wände sehr effektiv. Und er schleudert einen Meteoriten drauf. Oh, und jetzt werden die alle gebrutzelt vom Feuer. Aber dann streut die Heilerin ein bisschen Heilmittel auf alle. Das gibt's der MN3-Ration und dann kriegen die alle eine Bazooka. Ah ja. Ah ja, ist klar. Ist klar. Oh Gott, ist klar, ey. Oh mein Gott. Naja, Hauptsache der Drache ist besiegt. Und alle sind glücklich. Scribble Quest fertig. 34 Star Rides. Ich denke, es sind nicht mehr viele. Aber ein bisschen haben wir noch zu tun. Okay, will einer von euch was? Der kleine Vogel hier, okay? Ich bin so gewöhnlich. Füge mir ein Adjektiv hinzu, damit ich zu den anderen passe. Okay. Oh Gott, jetzt schreibe ich das bestimmt schon wieder falsch. Ich weiß das doch schon. Ästhetisch. Ja, war ja klar. Aber das bringt's nicht wirklich. Gut, dann halt eben nicht majestätisch. Aha. Nicht vom gleichen Schlag. Obwohl sich nichts geändert hat, aber gut. Okay, was will sie denn? Gib mir etwas, um diese Schimpansen zu studieren. Ein Notizblock? Nö. Eine Kamera? Ja, Primatenforschung, okay. So geht's auch. Okay, hier haben wir schon mal nichts mehr. Hier oben vielleicht. Man muss ja alles auskundschaften. Hier oben ist auch nichts, aber uns fehlen noch 3 Aufgaben. Was ist das denn? Kristallende riesige Wirbelsäule. Okay. Warum die da liegt, keine Ahnung. Ach so, da konnte ich nur wieder zurück. Okay, wo führt das mich hin? Ach, nach unten. Ah. Ach so.
Hilf mir, die Kristallknochen von König... Ach so, ah ja, jetzt check ich das schon. Ich glaube, das war auch nicht der einzige von diesen Kristallknochen. Die dürfen jetzt alle aufsammeln und müssen den runterbringen. Ja, das ist eine, glaube ich, eine sehr, sehr nervige Aufgabe. Naja, muss ich die da reintun? Ich denke mal schon. Ja, ich denke mal, dass ich die alle reintun muss. So, aber ich glaube mal, das war noch dieses hier, dieser Brustkorb. Und ich glaube, sonst hatten wir dann eigentlich alles. Ich glaube, mehr wüsste ich jetzt nicht. Also ich habe sonst nichts mehr gesehen. Oder Moment mal, in dem Bereich waren wir hier auch noch nicht. Ich glaube, das ist aber richtig, was wir hier machen. Oh, hier ist noch einer. Sammel lieber den Knochen ein und hau dann erstmal ab. Was immer da auch abgeht. Auffüllen. Das ist aber immer noch nicht alles, okay. Was ist das hier? Kristallkönig? Was ist das denn? Hilfe, ich komme nicht an diesen verrückten Wurfpfeilen vorbei. Ja. Ah ja, wir sind schneller Violetta Maxwell. Ah ja. Panzer. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber gut. Das sieht, was ist denn mit ihr? Hula-Tänzerin. Okay, eine Aufgabe noch und das wird die Aufgabe sein mit der... Aha, jetzt sind wir hier, aber was... Hier ist doch gar nichts. Sinn. Aber ich zoome mal kurz raus, weil ich möchte ja eigentlich schon wissen, wo... Wie ging das mit dem... Achso, okay, wo dieser Knochen ist, der letzte... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe den gerade gar nicht so. Oder haben wir das schon geschafft? Ach, wir hatten das schon geschafft? Okay, ja, sag das doch. Sag das doch vorher. Das haben wir schon längst geschafft. Das ist eine andere Aufgabe, die uns noch fehlt. Aber ich sehe nicht wo. Hä? Was ist denn das jetzt schon wieder? Oder muss ich jetzt schon wieder so blöd zurücksetzen? Das kann ja alles sein, aber ich weiß nicht wo. Wäre ich jetzt echt schon wieder blöd, wenn wir jetzt schon wieder eine Aufgabe nicht haben. Wenn wir schon wieder so eine blöde Aufgabe nicht haben. Jetzt muss ich mal wieder etwas rein. Ja gut, ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Oder Moment mal. Nee, das ist noch möglich, aber ich sehe jetzt nicht wo. Golden Statue. Ultraschallgerät. Hä? Wo ist die letzte Aufgabe? So und so weiter und so fort. Ich glück jetzt einfach mal alles an. Ich habe ja keine andere Wahl. Da nicht. Da auch nicht. Ja, gute Frage. Na, die haben wir ja schon gemacht. Bei den Vogeln ist es auch keiner mehr. Keine Ahnung. Ja, wenn nicht, gucke ich da einfach mal offscreen nach, weil, ja, so habe ich gerade keinen Plan, wo hier noch was sein soll. Ist nirgendwo irgendjemand noch markiert in dieser Suche, die ihr ja nicht sehen könnt, aber die auch nicht anders ist als diese Ansicht, die ihr da seht, nur dass halt alles blau gefärbt ist. Und der noch eine Aufgabe hat, okay, der dann halt gelb aufleuchtet, aber wie gesagt, hier ist gar nichts. Aber hier muss doch hier irgendwas sein. Aber hier ist nichts zum Anklicken. Gar nichts. Ah, keine Ahnung. Gehen wir erstmal in den nächsten Bereich. Wie gesagt, dann mache ich das einfach offscreen. Papierknast. Ah ja, Papierknast. Verstehe schon. Okay, keine Ahnung, was das jetzt schon wieder soll. Wir kommen im Papierknast. Oh, sieht mir nach einem großen Gebiet aus. Heieiei.
Ah, lass mich raten. Lego City Undercover lässt grüßen die Albert, das Albatros-Gefängnis oder Alcatraz. die Wachtürme haben kein Badezimmer. Duschkabine. Moment noch, vielleicht will er einfach eine Toilette. Nein, nee, dann mach ich das anders. WC. Ja, war klar. Vergiss nicht, deine Hände zu waschen. Oh Gott. Grundbedürfnisse. Habe ich jetzt schon zwei? Nee, eine, okay. Gib mir etwas, um mich der Umgebung anzupassen und zu fliehen. Maske? Hautpflege. Nee. Ich verstehe jetzt gerade gar nicht, was sie hier will. Gib mir etwas, um mich der Umgebung anzupassen und zu fliehen. Keine Ahnung. Gehen wir erstmal woanders hin. Und die möchte ich auch gerne wegschmeißen. Dann kümmern wir erstmal was anderes. Ich habe keine Ahnung. Als alle Superschurken haben einen bösen tierischen Begleiter. Ich brauche einen. Ja, ich weiß, dass Schaf nur mit F geschrieben wird. Böses sucht Böses. Ja. Ein böses Schaf. Wir brauchen jemanden, der den ganzen Tag lang fernsehen will. Nee, 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 das schreibe ich lieber nicht. weil ich gerne Fernsehen gucken will. Ja, Traumjob. Okay. Was denn mit dir? Ich will mit jemandem reden, der mir auf den Weg der Rechtschaffenheit hilft. Aufgaben, ey. Ja, Erleuchtung für einen Ritter. Weißer Ritter. Okay. Na dann. Was sind das wieder mal für Aufgaben, ey? Schneller, schmaler. Nee, der soll aber nicht schmal sein. Dann machen wir das mal so. Schneller. Lauer. Geil. Oder Moment mal. Ach, warum ist das immer am Ende? Ich weiß, wir sollten eigentlich was anderes machen, aber... Ja, das sieht doch geil aus. Das sieht doch geil aus. Okay, Aufgabe. Zellengenossen, gib jemanden Gefangenen etwas, das ihn an zu Hause erinnert. Na dann. Zellengenossen, start. Und Maxwell als Polizist. Okay, wer da alles eingesperrt wurde. Ja gut, bei dem kann ich es verstehen, aber bei den anderen... Jeder braucht einen Zellengenossen, mit dem es eine Gemeinschaft gibt. Der Footballspieler muss das Zimmer mit jemandem teilen, der mit Sport zu tun hat. Ja, ganz einfach. Tennisspieler. Ah ja. Der Halbling wurde während einer wichtigen Mission gefangen genommen. Gib dem Halbling ein Mitglied ihrer abenteurerlustigen Gruppe. Was ist denn ein Halbling? Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Wirst du wohl stehen bleiben, danke.
Falken wurde während einer wichtigen Mission gefangen genommen. Gibt dem halben Mitglied ihrer abenteuerlustigen Gruppe. Guck mal, wie sieht's mit Tipp aus? 9 Sekunden. Ha, was könnte denn sein? Halbling. Auch nicht. Okay, gib mal Tipp und hau du mal ab. Gib mir jemanden, der ein Schwert handhaben kann. Ja, ist doch ein Ritter. Moment mal. Hä? Der ein Schwert tragen kann. Ja, da ist es doch. Ich check das schon wieder nicht. Keine Ahnung. Ich check das schon wieder nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die will. Was sagt der letzte Tipp? Hau doch mal ab, Mensch. Ja, geht doch. Gib mir jemanden, der ein Schwert haben kann. Ich muss jetzt noch die 11 Sekunden warten. Ich habe keine Ahnung. Ja, die anderen kann man leider noch nicht machen. Ja, Schauspieler, das ist doch total einfach. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was die da will. Ich brauche einen... Ja, habe ich doch. Irgendwas sagt mich, sollte das nochmal neu... Sollte ich nochmal resetten. Neustart. Wäre wahrscheinlich besser. Ja, weiß ich schon. Der will jetzt eine Ten. Moment mal, können wir doch einfach so machen. Zack, zack, zack. So, Tennisspieler. Das ist auch ein Spieler und keine Spielerin. So, und sie kriegt jetzt einen Ritter. Ja, warum geht das denn jetzt? Ich habe nichts anderes jetzt gemacht als vorhin. Dumm. Dem Saxophonspieler fehlt das Musizieren mit anderen. Er schafft jemanden, der in der Band einsteigt. Wen könnten wir denn da nehmen? Dann nehmen wir einfach mal einen Pianist. Ja, ein Saxophon. Schlagzeug meine ich. Der Schauspielerin fehlen die Textproben mit anderen Mimen. Erschaffe jemanden aus der Filmindustrie, mit dem sie proben kann. Ja, das ist ja nicht schwer. Wo ich bestimmt das falsch schreibe. Ja, war ja klar. Und der Wissenschaftler noch. Der Wissenschaftler braucht jemanden, mit dem er Ideen austauschen kann. Gib ihm ein anderes Mitglied der Wissensgemeinde. Ja. Oh Gott, ja, diese Aufgaben, die sind so... Der Cosplayer ist ein Riesenfan von Videospielen und Anime. Ich hoffe, jemanden aus der Nerdkultur, mit dem er reden kann. Ja, da gibt's doch nur eine Wahl, findet ihr nicht? Nö. Anscheinend ist es. Klappt das mit ihm nicht? Geht das mit dem anderen? Nee, auch nicht. Ja, so einfach. Und die haben da auch ein Bild von Maxwell. Ah ja. Oh Gott. Komme ich so wieder ganz runter? Nee, nur eine Etage. Oh. So viel laufen. Und dann sind wir auch schon da. Ja, war eine lustige Aufgabe, fand ich. Wenn auch ein bisschen, ja. strange. Vor allen Dingen, weil das mit dem Ritter nicht geklappt hat. Aber gut. Ist halt so.
Muss ich mit leben. Okay. Eine Aufgabe machen wir noch, würde ich sagen. Und zwar bei ihr. Verstecke etwas in meinem Kuchen, mit dem mein Freund durch die Gefängnismauern ausbrechen kann. Boah, Pfeile. Aber es war klar, dass ich das falsch schreibe. Die Musik finde ich irgendwie auch cool. Nagelfeile. Und das ist sogar einer von seinen Brüdern. Schmackhafte Flucht. Du kannst jetzt merkst du jetzt Bruder Bruisia spielen, okay? Und der Jack sagt so, hä, was ist denn hier los? Ja, gar nicht so. Ja, dann würde ich mal sagen, im Gefängnis geht's ja richtig ab. Wenn euch der Part gefallen hat, hoffe ich, ihr schaltet auch im nächsten Mal wieder ein. Die Tür können wir noch eben öffnen. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder von Scribblenauts Unlimited. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Euer Jake LP. Oh yeah.